Morgen, liebe Langenfelderinnen und Langenfelder, ich grüße Sie heute aus der Kirche St. Josef. Heute haben wir hier die letzte von 17 Erstkommunionen. 8 davon durfte ich mitfeiern als Pfarrverweser in dieser Gemeinde. Alles ist vorbereitet, nachher kommen die Erstkommunionkinder, ihre Eltern, Paten und alle, die mitmachen bei diesem Gottesdienst. Es war in den letzten Tagen eine wirklich gute Atmosphäre hier. Viele haben sehr konzentriert und sehr spirituell die Gottesdienste mitgefeiert. Das war großartig. Für mich ist es leider auch einer der letzten Gottesdienste, die ich hier in der Gemeinde feiern darf. Am Montag endet mein über 7-monatiger Dienst hier in der Gemeinde als Pfarrverweser. Es war eine gute Zeit, auch wenn es vielfach total anders war, als wir uns das gedacht hatten. Corona hat eben ganz viel verändert. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in diesen letzten Monaten hier sein durfte, dass ich mit Ihnen und mit vielen Menschen unterwegs gewesen bin. Wir hatten eine wirklich auch da sehr gefüllte spirituelle Zeit. Ich danke allen, die mit mir unterwegs waren hier, die vielen Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ehrenamtlich hier tätig sind, den Damen im Pfarrbüro und allen, die im Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat oder sonst wie bei uns mitarbeiten. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den nächsten Wochen und Monaten mit dem neuen Pfarrer und dem neuen Team eine gute Zeit haben werden, dass Sie wirklich miteinander im Glauben unterwegs sind. Dafür werde ich beten und dafür werde ich auch weiterhin eben mir immer wieder auch in Langenfeld dabei sein können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin mit Jesus Christus unterwegs sind. Ihnen allen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter und bleiben Sie Jesus Christus verbunden. Das wünscht Ihnen Ihr noch Pfarrverweser Peter Janssen.